geht jetzt. Dieses kleine Gap hat unser Luca wieder die Fehler von Kilo, obwohl er keine Fehler macht. Außer jetzt kommt hier sehr schön 10 Kilo, fährt diese Kurve immer ganz weit außen ab. Luca ganz eng, dann konnte er wieder bringen und das Starterfeld geht. Und jetzt wieder. Oh, Kilo fährt in diesem Fall über seine Welt. Hat seine Führung behalten. Wir sind jetzt in der Halbzeit. Vier Runden gibt es noch auf dieser wunderschönen Bahn. Ah, und jetzt merkt man, dass Luca ein wenig zwischen. Nicht so sehr beschleunigt, mehr als
Kombination jetzt Zeit gut machen kann und dieses Mal aber auch etwas langsamer in die 180-Grad-Kurve fährt und Thilo fährt eng im Luft raus. Ich finde, dass Thilo dadurch das nutzt Luca und überholt. Ganz eng nimmt er die Linie und jetzt bei Kunst. Kann ich denn diesen Hamburger Fischkopf einfach ein bisschen anhängen, abhängen? Und jetzt, das lässt er sich nicht finden, aber beide passt gleich auf. Aber Thilo noch um eine halbe Motorradlänge. Jetzt bin ich gespannt. Dieses Mal fährt Thilo anders diese Kurve. Fährt sie eng, holt aus, um in die Schikane besser reinzukommen. Und gut arbeiten. Und überholt Thilo! Nein, das... Thilo, wir wissen, dass er jetzt richtig Gas geben wird, sofern man das noch sagen kann. Aber Luca greift wieder an! Luca greift an! Luca dreht sich noch kurz um. Wo ist Yves? Yves ist auch jetzt im Rennmodus. Das heißt, er greift auch jetzt an. Jetzt wird es spannend. Die nächste Kilo fahren. Ja, er fährt sie eng. Fährt sie eng, aber Luca enger. Mehr Speed in die weitere Richtung. Die Kurve rechts links. Was macht er? Er lässt sich abfallen. Nein, er weiß, er kann es. Und er gibt Gas. Er gibt Gas. Und